Hallo zusammen. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure iTunes Mediathek auf einen neuen PC übertragen könnt. Das Ganze funktioniert mit CopyTrans TuneSwift, welches ich hier bereits geöffnet habe. Besitzt ihr es nicht, so schaut bitte in die Beschreibung, ladet es euch runter. Habt ihr es runtergeladen, so öffnet es bitte und klickt auf Übertragen. Nun klickt ihr entweder auf Windows oder Mac OS X, je nachdem auf was euer neuer PC läuft. In meinem Fall Windows. Und nun klicken wir auf Neuen Computer. Jetzt können wir ein Pfad auswählen, wo unser Backup zwischengespeichert werden soll. In meinem Fall ein externes Laufwerk. Haben wir ein Pfad ausgewählt, so klicken wir auf Speichern und klicken auf Übertragung starten. Nun klicken wir noch einmal auf Ja. Die Übertragungsdauer kann je nach Datengröße variieren. Ist das Programm soweit fertig mit Verarbeiten? So kommt noch einmal die Frage auf, ob ihr das Backup validieren möchtet oder nicht. In meinem Fall klicke ich auf Nein. Und nun klicke ich auf OK. Um nun das Backup auf einem neuen PC wiederherzustellen, klicken wir auf Wiederherstellen und wählen unsere Backup-Datei aus. In meinem Fall ist sie bereits hier auf meiner externen Festplatte vorhanden in dem Format iTunes-Backup.tsw. Hier klicken wir auf Öffnen. Und können hier nun einen Zielordner festlegen, welcher nachher die Mediathek beinhalten wird. In meinem Fall wird diese schon voreingestellt auf iTunes 1. Das können wir ebenfalls wieder mit OK bestätigen. Und nun auf Wiederherstellen drücken. Es kommt noch einmal die Frage auf, ob wir das Backup vor der Wiederherstellung validieren möchten. Hier könnt ihr auch mit Ja oder Nein antworten. Ich antworte auf Nein, da ich vorhin das Backup auch nicht validiert habe. Erneut ist die Verarbeitungsdauer abhängig von den zu verarbeitenden Datenmengen. Ist die Wiederherstellung abgeschlossen, so öffnet sich dieses Fenster, was wir mit einem Klick auf OK schließen können. Schauen wir nun in iTunes, so sehen wir, dass die Mediathek erfolgreich wiederhergestellt worden ist und ihr alles wieder dort vorfindet, wo es auch auf eurem alten Rechner bisher war. Vielen Dank fürs Zuschauen.